Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, einige Gedanken zu Erleuchtung. In Römer 3 sehen wir, keiner fragt nach Gott. Wie kann es denn sein, dass ein Mensch sich bekehrt? Es gibt ja keine Auserwählung für den Himmel. Es gibt keine Auserwählung für die Hölle. Die Auserwählungsirrlehre für Himmel und Hölle, die ist vom Teufel, also vom Calvinisten. Aber wie ist es dann wirklich vom Wort Gottes her? Darum stellt Gott jeden Menschen zwei-, dreimal ins Licht, damit er sich entscheiden kann und umkehren kann. Hiob 33. Er erleuchtet ihn, Johannes 1, Vers 20. Das Licht kommt von Gott. Nur während dieser Zeit kann sich der Sünder bekehren. Johannes 6, 44. Gott gibt ihnen einen Raum zur Buße. Ich schlage vor, das Wort Buße besser mit Umkehr wiederzugeben, weil Buße hat so einen Werkgerechtigkeits-Irrlehr-Touch. 2. Petrus 3, Vers 9. Sein Geist rechtete mit ihm. 1. Mose 6. Jesaja 1, 16. Er zieht ihn mit Banden der Liebe. Hosea 11. Der Vater zieht. Johannes 6, 44. Der Sohn sucht. Lukas 19. Der Heilige Geist überführt. Johannes 16. Der Sünder kann dem Ruf Gottes widerstehen. Widerstehen ist dasselbe Wort wie beim Satan. Sein Herz verstocken. Während dieser Zeit kann man Gott erkennen. Römer 1, 21. Die Wahrheit erkennen. 2. Thess 2, 10. Während dieser Zeit kann man auch abfallen, das heißt, man hört das Evangelium, man versteht das Evangelium und man entscheidet sich gegen das Evangelium. Hebräer 6, Hebräer 10, 2. Petrus 2, 20, Matthäus 13, 5. Kein Christ kann abfallen, nur Erleuchtete können abfallen. Erleuchtete, die sich noch nicht bekehrt haben. Erleuchtung ist nicht Versiegelung. Erleuchtung ist nicht Versiegelung. Versiegelt werden nur Errettete, solche, die umgekehrt sind. Epheser 1, 13, Epheser 4, 30, 2. Petrus 1, 22, 2. Korinther 1, 22. Bei Johannes 20, 22 und Hebräer 6, Vers 4 steht Heiliger Geist im griechischen Grundtext ohne Artikel, denn es sprechen beide Stellen von Erleuchtung. Siehe Hebräer 6, Vers 9. So, das einige Gedanken, wie ein Mensch sich bekehren kann, weil der Vater zieht, der Sohn sucht, der Heilige Geist überführt. Diese Datei werde ich im Anschluss an das YouTube-Video voll verlinken. Wenn ihr noch Ergänzungen, Fragen, Korrekturen habt, bitte schreibt mir in das E-Mail hinein. Würde mich sehr freuen. Im Herrn Jesum Christum einen guten Tag.